Yo Leute, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich habe heute wieder die Paula da. Hi. Hey, ich freue mich, dass ich da bin. Ja, ich freue mich umso mehr. Wie geht's dir? Alles gut? Sehr gut. Und super. Dir? Bestens. Ich bin absolut bereit, deine Haare wieder aufzuhellen. Ich bin auch bereit. Sehr gut. Großartig. Schauen wir uns gleich einmal die Ausgangsbasis von der Paula an. Paula, wenn du dich leicht nach rechts drehst. Ihr könnt euch erinnern, das letzte Mal haben wir sie kupfrig gefärbt. Heute wollen wir ganz weit hinauf, Tonhöhe 10 oder 11, deswegen müssen wir das alles wieder aufhellen. Hier in dem Bereich werde ich ihr etwas ganz Mildes zum Aufhellen auftragen. Da in diesem Bereich wird das Ganze dann doch etwas kräftiger und ganz zum Schluss machen wir die Ansätze, weil die relativ schnell hell werden. Hier haben wir Naturhaar, die sind nicht mehr gefärbt und ich kann es kaum erwarten. Ich bin jetzt schon so gespannt aufs Ergebnis. Ich auch, aber ich glaube, es wird richtig schön und eine krasse Veränderung. Es wird eine richtig krasse Veränderung, es wird richtig schön. Sag mir, wie viel schneiden wir weg schnell nochmal? So. Ich meine... Sie hat so gezeigt und dann, wenn es bei den Haaren... Die Paula hat ja extrem viele Haare, deswegen habe ich natürlich für dieses Projekt tatkräftige Unterstützung geholt. Lukas. Let's go. Wir fangen im Nacken an, Paulas Haare heller zu färben und ich werde als allererstes dieses Stück hier einstreichen, das noch so leicht kupfrig ist. Dann kümmern wir uns als nächstes ein wenig um die Spitzen und dann geht's an die Ansätze, weil die Ansätze, dadurch, dass wir hier Naturhaar haben, doch am allerschnellsten aufgehellt werden. Wir sind mit dem Auftragen fertig. Die Einwirkzeit ist auch schon vorüber. Das Ganze ist mittlerweile richtig hell geworden. Die Längen und Spitzen haben wir ganz dick eingestrichen. Hier haben wir angefangen und dann haben wir uns um den Rest gekümmert, weil die doch schon relativ hell waren. Jetzt spülen wir das Ganze runter und dann kümmern wir uns um die Ansätze. Es wird mega geil. Paula, darf ich dich zum Waschplatz bitten? Pflege ist abgespült, liebe Paula. Mhm. Das richtige Ergebnis sieht man erst im Trockenen, deswegen müssen wir erst einmal trocknen, bis du das richtige Endergebnis siehst. Aber wie du siehst, sind sie auf jeden Fall sehr, sehr hell. Yes. Sieht richtig gut aus. Yes, das wird so krass. Das wird so crazy. Hat doch nie so helle Haare. Ja, das glaube ich dir. Aber jetzt schneiden wir erstmal ein bisschen und davor, ganz, ganz wichtig, werde ich mit dem Lukas gemeinsam die Lotion Ergin E auftragen von La Biostetik. Ist eine beruhigende Kopfhautlotion, wird jetzt ganz gut tun nach diesem ganzen Prozess, den wir jetzt hinter uns haben. Thank you.
Wunderschön. So schön. Es sieht so gut aus. Ich liebe es. Du bist wirklich so eine Barbie jetzt. Wie eine Puppe. Ich fühle es richtig. Urcool. Ich habe, damit du diese Farbe so gut aufrechterhalten kannst, hier extrem coole Pflegeprodukte für dich für zu Hause vorbereitet. Einmal ein Shampoo, einen Conditioner, eine Maske und ein Conditioning Fluid. Alles aus der Color Protection Serie von Biostetic. Viel danke. Freude damit. Gerne. Danke. Gerne. Unbedingt. Also gut, Leute, ich muss euch das Ganze kurz von hinten auch zeigen. Warte, ich rutsche so und wir drehen uns einfach einmal. Ja, genau, super. Also gut, ihr seht, das ist das Ergebnis. Ich muss dazu sagen, das war eine wirklich, wirklich, wirklich schwierige Aufgabe heute, weil die Ausgangsbasis nicht leicht war. Vielleicht sollten wir hier noch mal kurz die Ausgangsbasis einblenden, nur dass man das sieht. Aber uns ging es in erster Linie darum, dem Lukas, der Paula und mir, dass wir so viel Haarqualität wie möglich aufrechterhalten. Deswegen ist es jetzt auch schon dunkel draußen. Das Ganze hat jetzt eine Weile gedauert. Wir haben Schritt für Schritt gefärbt. Erstmal die bereits gefärbten Haare, da die dunkelste Stelle und dann die helleren Stellen und dann das Naturhaar. Und ich finde, der Übergang ist dafür, für die Ausgangsbasis, die wir hatten, extrem schön geworden. Das Ganze wird aber in Zukunft natürlich noch mal ein bisschen gleichmäßiger, nachdem wir das ein oder andere Glossing gemacht haben. Aber heute haben die Haare gesagt, Ende, genug Pigment, wir haben genug, hör auf, Michelle, und ich bin extrem happy mit dem Ergebnis und bin urfroh, dass deine Haare auch so extrem gesund sind nach wie vor. Also die sind extrem geschmeidig, extrem glänzend, kein Gummi, keine Knoten, es ist wirklich, wirklich, wirklich nice. Fühlen sich besser als davor, um echt zu sein. Ich finde nämlich auch teilweise, aber das liegt auch an der Tönung, glaube ich. Ja. Cool, bitte schreibt in die Kommentare, wie ihr Barbie Paula findet. Diese wunderschönen Haare, ich bin begeistert. Ich komme gar nicht mehr aus dem Staunen heraus. Vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da, kommentiert das Video, abonniert den Kanal. Ciao, bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss.